Hallöchen, meine Freunde, und wir sind gerade bei Part 113, wie ihr sehen könnt, 126 mit 95% ungefähr, 96 glaube ich, und ja, wir haben fast ein Level Up. Ihr könnt euch ja jetzt schon mal vorstellen, dass wir in dieser Aufnahme ein Level Up schaffen. 127 heißt, das sind wir schon mal. Oh, jetzt habe ich aber gespoilert, so die nächste 3 oder 2 Minuten habe ich vorweggenommen, miese Brise. Naja, auf jeden Fall, ich bin wieder alleine hier beim Nachsynchronisieren, aber in Part 114 und 115 wird Basti wieder dabei sein. Hoffe ich zumindest, wenn wir mal endlich wieder Zeit haben, da irgendwie zusammen nachsynchronisieren, weil ich habe jetzt schon bis 118 aufgenommen, 119 nehme ich nachher noch auf und meine, Moment, das kann ich mal kurz nebenbei gucken. Arbeitsplatz, Intenso, Aufnahmen, LC, also ich habe hier tausende Ordner, 111, 112, warte, 111 und 112, könnte ich ja schon mal die Dateien drin löschen, die sind noch drin. Das heißt, ich habe hier 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, alle Aufnahmen sind jeweils 50 bis 60 GB groß und alle sind hier in meiner Festplatte drin und ich müsste die mal hier irgendwie wegkriegen, Leute, ne? Ich habe zu viel aufgenommen, aber das ist halt so, wenn man nicht in Raffi plus 28 drauf haue, will ich immer gleich ganz viel aufnehmen, weil, ja, Basti hat das so letztens gehabt, er hat einen plus 28 Raffi benutzt und nur eine Aufnahme machen können, weil er irgendwie keine Zeit hatte und für eine Aufnahme, also für eine Stunde mit Lilie plus 28 Raffi, finde ich ein bisschen happig. Da, ja, ich habe irgendwie den einen Tag habe ich 4 oder 5 Stunden mit der Lilie, nee, Quatsch, mit Lilie und Raffi halt aufgenommen, ja, sagen wir es so. Das war auch von 107, nee, warte mal, das müssten Folge 112, 113, 114, 115, die Folgen müssten das sein. Auf jeden Fall sind wir gerade Level 127, schätze ich mal, haben wir jetzt schon erreicht. Am Ende werde ich hier coole Musik wieder abspielen lassen. Da habe ich mal einen coolen Remix gefunden von, seht ihr dann. Ich weiß jetzt schon, welches Lied es wird. Ich feiere das Lied übelst. Warte, 113 sind wir gerade, ne? Ja, wir gehen mal kurz. Ich muss mal ganz kurz gucken, was ich dazu gemacht habe. Ich glaube, da habe ich nur Harpchen gemacht. Ja, das war erst später. Mit 129 bin ich ab und zu, oder besser gesagt, einmal zu Boss gegangen. Hab geguckt, wie viel da gibt, so mit EP und FP-Samen. Also mit exakt 129 war ich da, oder 130, ich glaube. Also auf jeden Fall ist noch ein paar Folgen hin. Der hat mir 1,8 Milliarden EP gebracht, so 1,5% waren das und nochmal 60 oder 55 FP, also gerundet 60 FP circa, ich glaube 56 waren es. Und dafür, dass ich extra ein Igni 2 gemacht hatte und am Ende noch ein bisschen so kloppen musste, lohnt sich der mal gar nicht, weil da kann man, ich sag mal so, es lohnt sich, wenn man EP-Sam sparen will, aber es lohnt sich nicht, wenn man eine Lilie durchklatschen will, sag ich mal, das dauert ewig. Naja, und viele haben ja auch vielleicht mitbekommen, dass ich ein neues LP gemacht habe. Rollercoaster Tycoon 3 Gold Edition. Ich lade auch im Hintergrund gerade Folge 2 hoch, soweit bin ich gerade. Und ich muss mal sagen, bei Folge 1, ich wurde so bei Facebook angeschrieben. Ja, Mensch, Paul, ich finde ja deine LC-Let's Plays voll krass, ne? Aber dein Rollercoaster habe ich gedisliked, weil ich kein LC ist. Ja, über den Kommentar, ich habe mich einfach nur so mega derbe abgefuckt darüber. Ich weiß nicht, oh, es hat gerade geklingelt, aber mein Vater müsste da sein, egal. Also ich habe mich einfach so drüber geärgert, weil ich versuche ihr wirklich die ganze Zeit LC-Folgen rauszuhauen und wenn ich dann mal eine andere Folge raushaue, zum Beispiel Rollercoaster, warte, ich guck mal so bei abgeloadete Videos, ne? Moment. Was haben wir denn da so? Okay, Rollercoaster habe ich ja jetzt hochgeladen, das ist ja normal. Okay, dann habe ich ein Blazin' Daniel Album hochgeladen. Besser gesagt, hatte ich 2 in den letzten 3 Wochen hochgeladen. Okay, 2 Videos in den letzten 3 Wochen, die nicht LC waren. Ein Informationsvideo, das war über LC. Dann noch so ein Plaudervideo, okay. Aber sonst waren die letzten 50 Videos eigentlich Standard nur noch LC. Und wenn ich dann so einen Kommentar lese, ja, ich dislike das mal, weil es kein LC ist, ne? Du kannst mir wirklich mal am Arsch lecken. Ich weiß, ich reg mich gerade wieder über solche Kommentare auf oder sowas, was eigentlich gar nicht wert ist, aber ich will es einfach nur mal gesagt haben, wenn, ich mach's ja auch nur beim ersten Mal immer, wenn es beim zweiten Mal oder sowas passiert, dann ignoriere ich das meistens, aber das ist halt wieder, ich komme überhaupt nicht drauf klar, wisst ihr, ich mache mir solche Mühe für irgendwelche anderen Videos mal, weil mir selber geht LC so langsam, sage ich mal, ja, hänge ich mit dem Kiefer auf den Tisch, wenn ich das so sehe, wie viele LC-Folgen ich hochlade und dann wollen die alle, besser gesagt, ich spreche euch ja gar nicht alle damit an, ich spreche nur den einen an, der gemeckert hat, dass ich was anderes gemacht habe. Aber ich will da gar nicht mehr drauf eingehen, wir sind gerade beim LC-Part und 5 Minuten habe ich schon nachsynchronisiert. Okay, ich weiß ja nicht, wie lange der Part wird.
Ich mache am Ende die Musik, wie gesagt. Ich schätze mal, so 8 Minuten mache ich hier noch. Das heißt, nur 3 Minuten rede ich. Und ich muss mal kurz gucken. Ich öffne mal einfach. Warte, das sind hier 14 Clips. 49 GB. Ich öffne mal einfach den 7. Ungefähr werden. Na, da sind wir, glaube ich, noch nicht. Ich habe hier gerade 35%. Ich weiß nicht, wie viel ich gerade im Video habe. Und ihr seht ja auch vielleicht, dass ich immer so. Ich glaube, hier gerade bei 35,25%, glaube ich, 4 Harpchen auf einmal. Manchmal habe ich auch 5 bis 6 Harpchen. Und ich muss mal wirklich Danke sagen an die Leute, die mir die ganzen Medizin geschenkt haben. Die sind da gerade alle. Aber ohne Medizin wäre ich so oft verreckt. Ich bin zwar auch oft verreckt, da muss man einfach mal sagen, in Neirath stirbt man echt oft. Habe ich auch schon oft gesagt am Anfang. Ich weiß noch damals, als ich in Neirath angefangen habe, bei diesen, wie heißen die Dinger denn? Diese Schattendinger, diese Seelen. Wisst ihr, was ich meine? Da weiß ich noch, als ich da die ganze Zeit verreckt bin und dachte, ich bin sau schlecht. Aber dann kamen die geilen Kommentare von euch wieder. Ja, ist doch normal, wenn man in Neirath stirbt. Ich habe ja schließlich auch plus 15, Russi, B5 Eva. B6 Eva auch. Alles plus 15, sogar Helm plus 15. Und ihr seht ja, wie viel Damage die noch reinhauen mit Schild. Ich habe 6000 Death und die hauen trotzdem noch so viel rein. Das ist einfach normal, dass man hier öfter sterben muss. Wenn man hier nicht stirbt, dann ist man einfach Gott. Also, ja. Ich meine jetzt zum Beispiel, Basti hat in ein paar Folgen, das kommen da später noch drauf, hat irgendwann 8000 Death und da zieht ihm oben die Trolle, die ziehen nur noch ein angeblich. Aber ich schätze mal unten bei den Harpchen, wenn er mit 8000 Death da antanzt, ziehen sie trotzdem noch so 1000 bis 500, manchmal 200 oder sowas, keine Ahnung. Auf jeden Fall, da braucht man wirklich eine Wahnsinnsmenge Death, wenn man da wirklich keinen Schaden kriegen will. Ich finde es aber ganz okay, wie wir es gemeistert haben. Wir sind halt öfter verreckt. Ich habe mich ein paar Mal auch in-game dann geärgert, aber kann man ja nichts tun. Ich meine, danke an Schnappi nochmal für die ganzen Versicherungen. Jedes Mal wirklich, wenn ich eine Versicherung brauche, da hat er mir sofort eine geschickt und somit war das dann immer gleich wieder ausgeglichen und ich hatte einfach keine Probleme. Ich habe nie FP verloren oder. Doch, warte mal. Einmal habe ich irgendwann FP verloren, weil ich so dumm war. Ich habe die Rolle aktiviert, war ich in der Stadt, habe keine neue genommen, bin gleich zu Harpchen angegriffen und war wieder tot. Habe 500 FP oder sowas verloren, weiß nicht mehr. Auf jeden Fall. Ich könnte ja mal mein derzeitiges Level sagen, oder? Nee, ich habe ja oft gesagt, wie weit ich aufgenommen habe. Dann wüsstet ihr, in welcher Folge ich welches Level bin. Mies. Aber ich könnte, das verrate ich euch schon mal. Ich bin schon über 130 hinweg. Also ich habe die 130 und 00% geschafft. Das habe ich einfach mal verraten. Das heißt ja nicht, dass ich. Nee, das habe ich nichts verraten. Es kann auch sein, dass ich schon viel höher bin. Naja, auf jeden Fall, 8 Minuten habe ich jetzt schon nachsynchronisiert. Ich beende jetzt die Soundaufnahme. Ich hoffe, euch gefällt das Lied jetzt genauso geil wie mir. Blazin' Daniel, seitdem du weg bist, Remix, yeah. Und wir sehen uns in Folge 14. Tschüss. Immer wieder auf die schiefe Bahn. Ich lass sie mal zusammenkommen, hätte ich früher nie im Traum gedacht. Der Traum zerblasst, denn heute stell ich fest, ich bin grad aufgebaut, ist bloß auf uns geworden. Früher waren wir doch ein Liebespaar und seit du weg bist, gerade ich immer wieder auf die schiefe Bahn. Ich heb mich an und werde in Erinnerungen Fotos fest. Ich wollte nie vergessen, dass im Inneren noch Hoffnung steckt. Ich hoffe jetzt, dass die Zeit all meine Wunden heilt und ich werd drüber wegkommen. Ich vermisse die Verbotenheit der Totenzeit. Wer für uns doch nochmal angebracht. Ich möchte, dass du weißt, dass ich morgen dieses Land verlasse. Ich hasse das. Trotzdem muss ich diesen Weg jetzt gehen. Auch wenn ich doch nicht wollte, hab ich diesen Weg doch selbst gewählt. Um das zu verstehen, dass uns kein Weg nochmal zusammenführt. Wir waren niemals intim und ich hab dich auch nie angerührt. Und an der Tür findest du jetzt meinen Abschiedsbrief. Es tut mir leid, mein Engel, doch du hast mich leider nicht verliebt. Ich hab deine Hand gehalten, doch ich lasse sie jetzt wieder los. Ich will auch nicht mehr reden, deswegen mach ich das jetzt lieber so. Was tut man damit? Ich sage hiermit tschüss, man bei auf Wiedersehen. Wir sehen uns in der Hölle, Mädchen, an dem mein Schatz, du darfst jetzt gehen. Ich hab deine Hand gehalten, doch ich lasse sie jetzt wieder los. Ich will auch nicht mehr reden, deswegen mach ich das jetzt lieber so. Was tut man damit? Ich sage hiermit tschüss, man bei auf Wiedersehen. Wir sehen uns in der Hölle, Mädchen, an dem mein Schatz, du darfst jetzt gehen. Jetzt hast du mich gerade angerufen, gesagt, es tut dir alles leid. Und denkst, deswegen würde ich dir jetzt einfach deinen Scheiß verzeihen. Nein, ich geb dich auf, weil das alles hier keinen Sinn mehr macht. Und hast du nicht gesagt, dass du mich ab jetzt nur immer hast? Du willst, was du musst, ich komme irgendwann zu dir zurück. Doch tut mir leid, mein Kleines, ich komm gut ohne dich zurecht. Ich wollte dir anfangs auch verzeihen, doch für uns sehe ich keine Zukunft mehr. Und wenn ich ehrlich bin, bist du diesen Stress auch gar nicht wert. Seit Wochen ohne mich fährst du nur noch dein Ego-Trip. Du hörst grad meinen Song und merkst, dass ich grad dein Ego fick. Wie soll ich dich noch halten, wenn du meine Hand nicht halten willst? Ich schau grad auf den Schreibtisch, seh da nur noch unser altes Bild. Was mich nicht vergessen.
Menschen ist, dass du mal meine Freundin warst. Doch mir wurde einfach klar, dass du mich nur noch enttäuschen kannst von heute an. Wirst du deinen Weg alleine gehen, die Beziehung ist gescheitert. Fuck, ich kann dich nicht mehr weinen. Ich hab deine Hand gehalten, doch ich lasse sie jetzt wieder los. Ich will auch nicht mehr reden, deswegen mach ich das jetzt wieder so. Was tut man damit? Ich sage hiermit Tschüss, mal bei auf Wiedersehen. Wir sehen uns in der Hölle, Mädchen, an dem schaffst du das jetzt. Ich hab deine Hand gehalten, doch ich lasse sie jetzt wieder los. Ich will auch nicht mehr reden, deswegen mach ich das jetzt lieber so. Was tut man damit? Ich sage hiermit Tschüss, mal bei auf Wiedersehen. Wir sehen uns in der Hölle, Mädchen, an dem schaffst du das jetzt. Und ich sage es wieder, bye bye. Bis zu den Hass in den Liedern getrieben von gepackten Zeiten aus der Vergangenheit. Bestreite ich meine Zeit und setze an einem Zeichen meiner Dankbarkeit. Und wenn ich dich sehe, merke ich keine Gefühle mehr. Mir fällt es schwer zu glauben, dass sie alles war nicht verkehrt. Mach deine Sachen, wein doch jetzt nicht. Du wirst mir keine Träne entlocken, denn ich scheiß auf dich. Du wirst meine Prinzessin sein, nein, darauf verzichte ich. Weil nach der ganzen Zeit erkenne ich dein wahres Gesicht. Ich sage es nicht, dann die drei Worte kannst du behalten. Und dadurch, dass du jetzt bist, kann ich mich endlich entfalten. Tschüss, ich brauch dich nicht mehr sehen, bye bye. Wieso kannst du das nicht verstehen? Ich will dich nicht mehr haben, mein verdammt verschwind aus mein Leben. Goodbye, in der Hölle werden wir uns wiedersehen. Ich hab deine Hand gehalten, doch ich lasse sie jetzt wieder los. Ich will auch nicht mehr reden, deswegen mach ich das jetzt wieder so. Was tut man damit? Ich sage hiermit Tschüss, mal bei auf Wiedersehen. Wir sehen uns in der Hölle, Mädchen, an dem schaffst du das jetzt. Ich hab deine Hand gehalten, doch ich lasse sie jetzt wieder los. Ich will auch nicht mehr reden, deswegen mach ich das jetzt lieber so. Was tut man damit? Ich sage hiermit Tschüss, mal bei auf Wiedersehen. Wir sehen uns in der Hölle, Mädchen, an dem schaffst du das jetzt gehen. Hallo, erkennst du diese Stimme, ja? Dann sag mir mal, warum du damals so behindert warst. Mach nur aufs Geld aus, hast dich ständig verstellt. Und wenn es um meine Freunde ging, war dir keiner gerecht. Genau, Bro, verhau, okay. Warum sag ich das jetzt? Ich hab's gelernt, weil kein anderes Girl mich mehr verletzt. Und ein letztes Mal betrachte ich das Bild in meinem Kopf. Das Bild ist in der Zeit und verbrannt ist in der Schwachstelle. Ich hab deine Hand gehalten, doch ich lasse sie jetzt wieder los. Ich will auch nicht mehr reden, deswegen mach ich das jetzt lieber so. Was tut man damit? Ich sage hiermit Tschüss, mal bei auf Wiedersehen. Wir sehen uns in der Hölle, Mädchen, an dem schaffst du das jetzt. Ich hab deine Hand gehalten, doch ich lasse sie jetzt wieder los. Ich will auch nicht mehr reden, deswegen mach ich das jetzt lieber so. Was tut man damit? Ich sage hiermit Tschüss, mal bei auf Wiedersehen. Wir sehen uns in der Hölle, Mädchen, an dem schaffst du das jetzt.